Ei, gute wie bei Helldragon LP und ich begrüße euch heute ja zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und zwar erstmal möchte ich dazu kommen und sagen, vielen, vielen Dank für die vielen Glückwünsche, die jetzt noch nachträglich bei dem Video reingeschneit sind. Vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank. Es ist unglaublich, wie dieses 38-Minuten-Video bei euch ankommt. Die Klicks sind vollkommen in Ordnung, stehen glaube ich bei 270 und die Daumen von euch sind auch Weltklasse. Das Einzige, ihr habt mir die Frage nicht wirklich beantwortet. Wollt ihr so eine Klapptour von mir sehen oder nicht? Könnt ihr ja dann unter dieses Video drunter setzen. So, worum geht's heute? Ja, Packs, Packs, Packs. So habe ich einfach mal ganz kreativ den Titel genannt. Denn Wahnsinn, was jetzt alles auf uns zukommt oder auf mich jetzt zukommt. Kurz zur Erklärung, ich kann donnerstags nicht an die Konsole. Da gehört der Fernseher komplett meiner Frau. Liegt leider an den wundertollen, wunderschönen Top-Models. Sei ihr aber gegönnt, so einmal in der Woche ist das vollkommen in Ordnung. Deswegen habe ich auch noch kein Lewandowski gespielt oder mich irgendwie mit FIFA weiter beschäftigt. Ich habe das Video aufgenommen gestern Morgen und dann war es das für mich. Jetzt habe ich mich wieder eingeloggt heute Morgen, also Freitag dann, beziehungsweise haben wir schon Mittagszeit. Und das bedeutet, es ist die Weekend League da. Es sind die monatlichen Päckchen da, es kam der Foot-Geburtstag, das Päckchen und gestern Abend kamen dann auch noch die Top-Partien. Und da gibt es sensationell, wie ich finde, ein Team der Woche Spielerpack. Muss ja nicht unbedingt was Tolles drin sein, aber das ist wenigstens mal wirklich eine super geniale Geschichte von EA, wie ich finde. Man muss ja, oder ich gehöre wenigstens zu den Leuten, die da auch mal ein bisschen... Ja, ich lese immer so viel, gerade besonders, wenn man im Forum unterwegs ist. Das muss ich dann jetzt doch mal in dem Video loslassen. Es ärgert mich massivst, wie teilweise über EA hergezogen wird, weil die Päckchen dann halt nicht um, wie angekündigt, um 22 Uhr waren, was dann, glaube ich, als eine Nachricht rausgekommen ist, sondern dann kam es halt um 3 Uhr nachts. Ja, mein Gott, dann wartet man halt einen Tag länger, bekommt dann die monatlichen Packs. Die normalen waren ja pünktlich da. Und es wird so viel über diesen Konzern hergezogen. Ja, sie sind nicht perfekt, um Gottes Willen. Die Server sind auch teilweise eine Katastrophe, das gebe ich ja auch zu. Aber sie bieten uns halt immer wieder was Neues. Ich meine, sonst würden wir alle nicht spielen. Und also machen sie dann doch sehr viel, oder machen sie doch mehr richtig wie falsch. So, das erstmal kurz dazu. Das lag mir einfach auf der Zunge, weil ich dann gestern halt auch aufgrund der Zeit, die ich dann hatte, mal wieder ein bisschen mehr im Forum unterwegs war und es ist einfach unfassbar, wie da teilweise Leute über Sachen von sich geben. Da zweifle ich manchmal an den gesunden Menschenverstand. So, also wir haben dann jetzt diese vier Partien. Fangen wir an mit Inter Mailand gegen AC Mailand. Hier hatte ich alles im Team, bis auf Balde Diao, den habe ich mir jetzt einfach mal geholt für 3400, da scheiße ich drauf. Der Rest war alles da, obwohl ich ja erst vor kurzem die Higuain-SPC gemacht hatte. Wunderbar, kostet mich nichts. Der Einzige, wo es mir... Nee, da habe ich auch nur ein Spiel gemacht. Ich war der Meinung, da hätte ich mehr gemacht. Ansonsten mit dem Rest habe ich ehrlich gesagt gar nicht gespielt. Die lagen einfach im Verein rum. Gibt ein Premium-Goldset, ein Jumbo-Premium-Goldset. Genau, wunderbar, hervorragend. Hannover gegen Braunschweig war für mich auch, ja, in dem Sinne schon kostenlos. Denn die Spieler liegen, glaube ich, schon ewig in meinem Verein. Der Einzige, mit dem ich mal gespielt habe, genau, das war Harnik. Hab mir ja in letzter Zeit auch mal ein Zweitligateam gebaut. Macht echt Fun. Hab damit sogar eine Weekend League letzte Woche gespielt. Echt cool mit Terrotte vorne im Sturm. Hat echt gefetzt. Hab sogar 7 Spiele gemacht und hab, glaube ich, 5 gewonnen oder so. Echt cool. Ja, auf jeden Fall, hier war das. Das war eine ganz billige Angelegenheit. Kostet mich überhaupt nichts. Gibt auch nur Spielerset. Herrgott, Sakra. Aber hinten raus wird es ja, von hinten kackt die End sozusagen. Hinten raus kommt ja das ganz große, tolle Pack. Manchester United gegen Chelsea. Ja, hier auch alles im Verein gehabt, nichts gekauft. Ich glaube, Barclay der Einzige, mit dem ich ein paar Mal gespielt habe. Genau, 4 Spiele, ein Tor. Der Rest ist alles, glaube ich, gezogen. Defoe gezogen, Pedro ist auf jeden Fall gezogen. Und müssten alles Erstbesitzer sein. Louvren weiß ich nicht. Auch doch, dann sind alles Erstbesitzer. Also kostet mich auch nichts. Also weg damit. Gibt ein Elektrum, glaube ich, wieder.
ein Premium-Elektrum, also die von den Packs, ich weiß es nicht, habe ich ja jetzt bei der Bundesliga schon was zugesagt. Und Spartak gegen Zenit, das hat mir gestern ein bisschen wehgetan. Ich hatte ein paar, ich hatte glaube ich 4 oder 5 Spartak-Moskau-Spieler auf der Liste gehabt, weil ich die für die Gold, also weil ich Russland für die Gold-SBC ab meistens einkaufe und hatte die total günstig drauf gehabt, habe halt nicht mitbekommen. Naja, ist egal, auf jeden Fall. Hier auch alles im Verein gehabt. Ich glaube, hier habe ich auch mit niemandem groß gespielt. Nee, der Rest, es dürften alles Erstbesitzer sein von den Up-Challenges und was man halt so zieht. Also auch hier in dem Sinne keine Ausgaben. Gibt ja auch hier nur ein seltenes Verbrauchsset. Aber jetzt kommt dann, Top-Partien abgeschlossen, jetzt kommt aber dieses Team der Woche Spielerset. Finde ich grandios, nochmal, finde ich genial. Muss ja nicht unbedingt sein, dass die sowas raushauen. Und mir ist eben beim Zusammenbauen des englischen Teams aufgefallen, dass ich Spieler im Verein habe für die, für die Lukaku SBC. Und weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es überhaupt noch machen soll. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich habe das gesehen, dass ich Courtois und sowas noch im Verein rumliegen habe. Habe ich, denke ich, auch total teuer eingekauft, weil ich es so unbedingt machen wollte. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich es tun soll oder nicht. Weil meine Coins sind jetzt auch nicht mehr so reich gesät. Naja, schauen wir mal. Ich habe halt den Vorteil ganz einfach. Ich könnte zumindest, ich habe hier den Lukaku halt in Rot. Also wird mir halt nur Anderlecht, die Premier League und Belgien halt im Grunde genommen nur fehlen. Ne? Naja, schauen wir mal, ob sich da noch was ergibt. Ich habe jetzt, glaube ich, noch 6 Stunden. ja, muss ich dann selbst entscheiden, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt ohne Ende Packs hier oben, 10 Stück. Und gucken, ob die Transferliste, ja, die ist frei. Und dann schauen wir doch einfach mal, ob wir irgendwas Tolles ziehen. Ich fange zuerst an mit dem nur Spielerset, genau. Und dann mal schauen, ob uns irgendwas Tolles anlächelt. Hier schon mal ein Franzose, Salibur. Ich bin heute auch ehrlich am Überlegen, ob ich überhaupt Weekend League spielen sollte, denn ich habe schon beim Zusammenbau der Teams gemerkt, dass die Surfer mal, ja, zumindest hier draußen im Menü, nicht gerade sehr flott unterwegs sind. Ich habe zwar an und für sich auch, das ist, was ich ja im Forum, was man ja sehr unheimlich oft liest, dass man Probleme hat mit Delays und so ein Krempes. Da bin ich ja froh, dass ich davon echt nie was merke. Also meine Weekend Leagues, hast natürlich mal einen Spieler dabei, klar, wo es dann schon mal leckt, aber an und für sich nichts Weltbewegendes. Habe ich eben schon mal nachgeguckt, ja, die Server machen mich auch ganz mischuck. Nee, den stoße ich jetzt einfach ab, das ist mir zu blöd. So, dann, ja, wenn die Server es zulassen, es ist schon heftig. Ich meine, gut, klar, es ist ein Feiertag, es ist Ostern. Das ist die einzige Sache, die man tatsächlich als Außenstehender nicht so ganz verstehen kann, warum EA da nicht nachbessert. Da kommen wir zum Schluss zu. Dazu möchte ich nämlich auch noch was sagen, warum das nur ein Silberset ist. So, gehen wir erstmal weiter. Jumbo Premium Gold Set. Ah, können wir weiterklicken, können wir überspringen. Vermahlen. Okay. Habe ich auch noch nicht gespielt. Durm war ein Bundesligaspieler dabei und Baba. Ja, die kosten natürlich nichts. Ich bin ja ein bisschen spät dran. Die Packs sind ja alle schon geöffnet, sehr wahrscheinlich. Ich meine, wenn die Leute bis nachts um 3 im Forum sitzen und sich beschweren, die Packs sind immer noch nicht da, werden da einige um die Uhrzeit auch die Packs geöffnet haben. Und wenn nicht, dann halt heute Morgen. So, weiter geht's. Seltenes Verbrauchsset, das können wir ruhig aufmachen. Verbrauchsobjektset, da wird jetzt kein Walkout kommen. Auch wenn es ein bisschen länger dauert, können wir direkt weg in den Verein. So, dann haben wir jetzt ein seltenes Goldset, seltenes Megaset, dieses Elektrum, Team der Woche, Ultimativ. Und dann der Silberfoot, das ist Geburtstag, das ist Monatsbelohnung. Und dann bin ich jetzt Gold
1 oder 2 bin ich jetzt die Woche gewesen. Davon stammen die anderen Päckchen auf jeden Fall. Machen wir erstmal Premium Elektrum auf. Premium Elektrum, wie sich das anhört. Das ist Manolas. Den habe ich, glaube ich, irgendwann eingetauscht, wenn ich mich nicht täusche. Aber der ist auch einer der meistgezogenen Spieler bei mir, glaube ich. Alles, was so über, also was so in den etwas höheren ist. So, ganz kurz. Silber 1. Warum das? Ganz einfach, wer mich ja auf Twitter und auf Facebook hat, dem berichte ich ja alles. Ich habe leider Gottes im letzten Monat, weil ich auch kurz mal überlegt hatte, das mit der Weekend League gar nicht mehr zu machen, weil es mich dann doch teilweise sehr aufregt und es kostet halt ehrlich gesagt echt viel, viel Zeit. Gerade wenn man Videos machen will. Ich habe nur 71 Spiele gewonnen. Muss aber dazu sagen, dass ich ein komplettes Wochenende ausgesetzt hatte und bei dem einen Wochenende auch kaum Zeit hatte. Also eigentlich war ich ganz gut immer dabei und mir fehlen ja auch in dem Sinne nur 11 Siege, wenn man halt bedenkt, dass ich ein Wochenende nicht mal 18 Siege geholt hatte aufgrund von der Zeit und ein Wochenende gar nicht gespielt habe, ist das ein ganz gutes Abschneiden. Jetzt gab es ja aber Gott sei Dank irgendeine Änderung, dass ich jetzt auf jeden Fall einen Goldspieler noch rausbekomme. Da gab es ja diese monatlichen Dings. Finde ich auch gut, wie sie es da gemacht haben, dass man auch belohnt wird, wenn man dann doch ein bisschen höher eingestuft ist. Also ein Gold in Form kriege ich und zwei silberne. Joshua King habe ich mal, habe ich so irgendwo in den grauen Zellen hinten, wäre ganz cool. Wenn ich den ziehen könnte als Silber. So, dann, was machen wir als nächstes auf? Jetzt geht es ja hier ans Eingemachte. Machen wir das seltene Goldset auf. Ja. Schade. Sirigu. Und Chandler kommt wieder. Und 4000 Münzen. Jetzt weiß ich gar nicht mit Sirigu. Das zählt aber, glaube ich, nur bei dem Geburtstagspack. Da soll man die Spieler ja behalten. Die könnten ja eventuell dann noch umgebaut werden zum Geburtstag. Aber ich glaube, das sind... Ich behalte ihn trotzdem auf der iPhone auf der Liste und den Markus mache ich auch einfach mal drauf. Dann können wir direkt weiter öffnen. Und zwar machen wir das Megaset auf. Selten das Megaset, alles selten. Ein Walkout ist es nicht. Hä? Hä? Einen Silber-Inform? In einem normalen Pack? Wow. Was ist denn das? Primäre Division. Ja, wunderbar. Werde ich nie spielen. Kostet der was? Also einen normalen Pack. Ich bin echt ein bisschen baff. Das ist mir ja noch in FIFA noch nie passiert. Ich habe zwar einen Silber-Inform. Ich habe auch das dieses Jahr auch das erste Mal einen Silber-Inform gezogen. Das war Gnabry. Kostet natürlich nichts. Ich behalte mal Marc Bartra. Wow. Krasse Scheiße. Ein Silber-Inform-Spieler aus dem normalen Pack. Ja, Ajax Amsterdam gestern gegen Schalke gewonnen. Den Barrow, den verkaufe ich einfach so. Wow. Okay. Dann das zweite seltene Megaset. Arda Turan. Habe ich auch noch nicht gespielt. Habe ich noch nirgendwo eingebaut. Ich glaube, das ist auch so ein underused Player, wie man so schön ja sagt. Den sieht man, glaube ich, so gut wie gar nicht irgendwo. Caballé spiele ich immer ganz gerne, auch dieses Jahr wieder. Den gucke ich gleich mal. Die sind ja teilweise dann doch noch etwas wert, obwohl die ja schon ewig draußen ist, dieser SPC. Und da gibt es aber auch ein Team. Ja, 600. Naja, gut, komm. Wir probieren es mal mit 800. Aber wenn nicht, bleibt er halt bei uns. Ist ja egal. Minnesota United. Naja, die SPC habe ich auch noch nicht abgeschlossen. Da habe ich eigentlich voll Bock drauf gehabt auf den Jovinko. Zaza. Unvergessen seine Elfmeter-Technik. Und Wilson. So, jetzt geht es richtig rund.
Ja, Team der Woche, Spieler mache ich als erstes auf. Schauen wir mal, welchen wir ziehen. Bastost, ja. Beim geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, aber natürlich gibt es da sehr gute Alternativen aus dem Team der Woche. Also natürlich muss ich jetzt schon sagen, schade, aber Bastost hatte ich ja auch im Player Review gemacht. Ist natürlich schon so der Art Spieler, die ich gerne spiele. Dann machen wir das ultimative Set, denke ich auch. Ich höre euch ja jetzt leider nicht, aber ich denke mal, wir bleiben so in der Reihe. Und dann zum Schluss der Monat März, auch wenn der Monat März halt nicht so gut ist. Ein ultimatives Set, eine Chance auf diesen Foot-Geburtstag-Team. Also da zählen die ja wohl noch irgendwie. Wäre schön, wenn irgendwas Tolles rauskommt bei so einem großen Pack. Das ist schon mal kein Walkout. Das ist gar nichts. Wow. Gut, das ist jetzt schon, das ist dann doch schon enttäuschend für mich. Boah. Schade. Wow. Okay, es ist so wie es ist, das kann man nicht ändern. Und jetzt wollen sie nicht in den Verein oder wie oder was? Ach, die sind ja untradable. Ach du Scheiße. Die sind ja untradable, klar. Vermahlen habe ich gerade gezogen. Meier kann gestohlen bleiben, denn der, den ich im Verein habe, hat ja eine Statistik, auf die ich großen Wert lege. Gut, das könnt ihr jetzt hier zur Not natürlich überspringen. Das wird jetzt vor allen Dingen noch bei den Servern wahrscheinlich ein bisschen dauern. Aber das sind alles Coins, die da verschenke ich nichts. Westergaard wird auch nicht eingetauscht, denn da habe ich ihn im Verein mit Shadow. Und auch die nehme ich natürlich mit rein, denn selbst nur 600 Münzen sind 600 Münzen. Wow, also das Set hat mich jetzt wirklich... das hat mich jetzt wirklich umgehauen. Das ist ja, glaube ich, so ein, ja, ein 125k-Set ist das. Ne? Ja. Ich glaube, das sind ja 20 Euro, 30 Euro, 40 Euro, wenn man es kaufen würde. Und das ist schon, also da... Aber nochmal, da kann EA ja nichts für. Das ist einfach halt Glück oder kein Glück. So, vielleicht habe ich aber jetzt Glück und ziehe bei dem Goldenen irgendwas Tolles. Glaube ich jetzt zwar natürlich nicht, aber ja, schauen wir mal, was da rauskommt. Große Chance habe ich natürlich nicht, beziehungsweise bin ja froh, dass ich jetzt überhaupt eine Chance habe auf einen Goldenen. Keita! Wow! Wow! Wow, okay, damit kann ich also, wow. Okay, mit Schweden werde ich natürlich nicht glücklich und auch mit Chile nicht unbedingt, wobei der ja noch okay aussieht für einen Silberspieler. Aber Keita reißt es natürlich vollkommen raus. Wobei ich halt auch sagen muss, also da klopfe ich jetzt auch, ich habe jetzt gerade kein Holz, doch hier. Klopfe ich drauf, dass mit diesen Monatsbelohnungen, da habe ich wirklich, wenn ich Gold erreicht habe, wirklich Glück gehabt. Ich habe ja auch in dem Monat davor nur Silber, ja, also da war es egal, da habe ich Silber 2 erreicht, da gab es einen Silberling. Und wenn ich Gold hatte, war da eigentlich immer was Gescheites dabei. Lacazette und Lukaku mal als Beispiel genommen. Okay, also hinten raus 86er Keita, das passt für mich natürlich doppelt gut, denn ja. Dadurch, dass ich hier hauptsächlich Bundesliga spiele, werde ich definitiv für ihn ein Plätzchen finden. Er hat sich Basakli verkauft, denke ich mal, überteuert. Dann müsste irgendwas um die 12.000 kosten. Okay, wow. Kann ich mit leben? Gibt es eigentlich im Moment irgendwelche Sets? Nee, es gibt heute keine Sets. Okay. Aber ich denke mal, wir haben genug Packs geöffnet. Da muss jetzt nicht mehr kommen. Also gut, hinten raus
überraschend, es gibt natürlich wunderbare Spieler, ne? Also da wünscht man sich schon so einen Robben oder einen Özil oder halt was da. Cavani hätte ich auch voll Bock, ja, bin ich auch überlegen, ob ich da den Review zu mache. Oder halt hier, die Man of the Match sind ja auch noch drin. Ist natürlich schon schade, aber halten wir es fest, wir ziehen einen Silberspieler aus einem seltenen Goldset. Und ja, mit Silber 1 Positionierung und dank der Umstellung von EA noch den 86er Keita rausgezogen, kann ich mit leben, auf jeden Fall. So, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Genau, aufgrund der Server weiß ich es halt nicht, ob ich heute wirklich schon anfange zu spielen. Ich werde es natürlich probieren, um halt eben die Spiele dann doch zu schaffen. Wann jetzt aber ein Player-Review rauskommt, weiß ich nicht. Es ist ja auch Ostern, da hat man ja auch was anderes noch zu tun, außer zu zocken. Aber an und für sich habe ich vor, an diesem Wochenende noch ein Player-Review hochzuladen. Und es kann ganz gut möglich sein, dass an diesem Wochenende ein Stream angesetzt wird. Dann werde ich euch aber nochmal Bescheid geben. Könnte am Sonntag der Fall sein, eventuell. Ja, also wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, schreibt mir was in die Kommentare und dann bleibt mir nicht mehr, wie immer zu sagen. Macht's gut und ciao.